Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video zu den News für Februar 2019. Ich möchte euch in diesem Video wieder mitteilen, was es so Neues gibt, was es so Neues im Februar geben wird, was euch erwartet und was die Challenges im Februar sind, dass ihr euch schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten könnt und ja, gegebenenfalls dann natürlich mitmachen könnt. Und zwar die Chakra Challenge, die haben wir ja im Januar bereits gestartet mit dem Wurzelchakra. Wer das Video nicht gesehen haben sollte, ich hatte es im letzten Jahr schon mal angekündigt, dass ich in diesem Jahr eine lange Chakra-Challenge machen möchte, nämlich über 7 Monate. 7 Chakren, 7 Monate. Das heißt, wir beschäftigen uns immer einen Monat lang, 4 Wochen lang mit einem Chakra und arbeiten mit diesem Chakra. Das macht einfach am meisten Sinn. So kann man sich darauf am besten konzentrieren. Und im Januar haben wir, wie gesagt, mit dem Wurzelchakra sind wir da gestartet und machen jetzt natürlich im Februar dann mit dem zweiten Chakra auch weiter. Wer das nicht gesehen haben sollte und für den das aber interessant ist, der kann sich das Video dazu ja hier gerne nochmal angucken. Dann wird es natürlich noch eine weitere Challenge geben. Und zwar habe ich mir jetzt vorgenommen, jeden Monat eine 30-Tages-Challenge zu machen. Für mich persönlich. Und möchte euch dazu einladen, sehr, sehr gerne mitzumachen. Und ich starte jetzt im Februar mit der 30-Tage-Dankbarkeits-Challenge. Da gibt es jeden Tag ein Motto bzw. eine bestimmte Frage, zu der man dann schreiben kann oder sich so in Gedanken aufsagt, für das man dankbar ist. Und diese Themen, diese Fragen, die werde ich jeden Tag auf Instagram in meiner Story posten. Das heißt, wenn ihr da gerne mitmachen wollt, wenn ihr einfach mal ausprobieren wollt, was Dankbarkeit bewirkt, was Dankbarkeit auch in eurem Alltag eventuell verändert, dann folgt mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Der Kanal ist immer unten in der Infobox der Videos verlinkt und auch in meinem Kanalbanner. Und schaut euch dann ab 1. Februar dort immer meine Story an. Dort werde ich das dann, wie gesagt, jeden Tag posten und werde dann hier quasi nach diesem Experiment, nach dieser Dankbarkeits-Challenge für mich ein Fazit ziehen. Und das werde ich jetzt jeden Monat mit diesen Challenges machen. Also ich habe mir jetzt schon für die nächsten Monate Themen für diese 30-Tage-Challenges überlegt, die wie gesagt für mich persönlich sind, aber ich euch gerne dazu einlade, das mitzumachen. Und ich sehe das immer so ein kleines bisschen als Experiment, weil ich dann nach diesen 30 Tagen immer gerne so ein Fazit ziehen möchte und gucken möchte, was hat das vielleicht mit mir gemacht. Das ist so der Sinn dahinter eigentlich. Dann des Weiteren möchte ich euch wieder sagen, wie es mit den Coaching-Sachen im Februar aussieht. Das Gruppencoaching im Februar ist zu dem Thema limitierende Glaubenssätze bzw. negative Glaubenssätze, wie du die erkennst, wie du die auflöst und wie du mit deinen neuen positiven Glaubenssätzen arbeitest. Weil das ist so eine krasse Sache und das kann so, so vieles verändern, wenn du erstmal diese blockierenden Glaubenssätze aufgedeckt hast, also was dich eigentlich daran hindert, im Leben weiterzukommen. Und wenn du die aufgedeckt hast, wenn du dann für dich belegen konntest, dass die eigentlich falsch sind und dann einfach mit den neuen positiven Glaubenssätzen frisch und locker und leichter durchstarten kannst. Und darin begleite ich im Gruppencoaching im Februar. Dann möchte ich auch gerne im Februar wieder eine Mama-Auszeit machen, das Online-Seminar, was ich einmal im Monat mache. Es geht immer so eine Stunde, ist abends und ich nenne das halt Mama-Auszeit, weil man sich da echt mal eine Stunde für sich und für sich wichtige Themen einfach Zeit nimmt. Und zwar ist das diesmal zum Thema mehr Energie, weniger Stress. Wenn ihr da also Bock drauf habt, also wenn ihr an dem Gruppencoaching teilnehmen wollt oder wenn ihr an der Mama-Auszeit teilnehmen wollt, findet ihr nochmal alle Infos unten in der Infobox. Und könnt mir natürlich jederzeit gerne irgendwo schreiben, eine E-Mail, bei Instagram, wo auch immer ihr mir folgt. Und im Februar startet auch wieder mein Online-Programm Mama sein, ich bleiben. Das geht ja immer 3 Monate lang und ich habe dazwischen immer Pausen. Und wie gesagt, im Februar geht es wieder los. Februar, März, April, wir haben 3 Monate, 3 Module. Und jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen ablesen. Das erste Modul ist Geduld und Ruhe bewahren im Mama-Alltag. Das zweite Modul ist Zeitmanagement und Organisation für mehr Zeit und Gelassenheit. Und das dritte Modul ist Selbstliebe und Selbstbewusstsein kommen in deine Kraft. Und da mache ich es auch schon so wie im letzten Jahr, als ich das Programm durchgeführt habe. Der erste Monat ist zum Schnuppern. Der kostet euch 47 Euro. Und wenn euch dann das
gesamte System und wie ich das mache, wenn euch das dann zusagt. Und wenn ihr die anderen 2 Monate dann gerne noch weiter mit dabei bleiben wollt, kosten euch diese Monate zusammen 107 Euro. Ihr bekommt dort ganz viel Input, Übungen, Meditationen in Form von Videos. Wir werden uns auch live sehen, wir werden Q&A-Runden machen. Ihr werdet Audiodateien bekommen. Ihr bekommt immer ein Workbook dazu, zu jedem Modul. Und geht dort ganz gestärkt aus diesen 3 Monaten intensiver Arbeit dann mit mir heraus. Und jetzt habe ich noch ein Anliegen zum Schluss an euch. Und zwar bin ich offen für neue Themenwünsche, Videowünsche. Vielleicht auch in Bezug auf die Öle. Da habe ich jetzt schon ganz viele Interessenten von euch, denen ich auch Duftproben zugeschickt habe, Ölproben zugeschickt habe. Also sehr, sehr gerne, wenn ihr da euch für das ein oder andere Öl, was ich schon mal vorgestellt habe, interessiert, dann könnt ihr euch da sehr, sehr gerne bei mir melden. Das verschicke ich super gerne, weil ich das halt einfach so schön finde und das gerne mit euch teilen möchte. Genau, also wenn ihr irgendwelche Themenwünsche oder so habt, vielleicht auch in Bezug auf die Öle oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt ihr jetzt super gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Nachrichten und hoffe, dass ich euch im Februar beim Gruppencoaching, bei der Mama Auszeit oder im Online-Programm begrüßen darf oder ihr eventuell Bock habt, die 30-Tage-Dankbarkeits-Challenge mit mir zu machen. Und ja, wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!